Hallöchen allerseits, an Ostern hatten wir zu Hause Hotpot gemacht und da wollte ich euch noch zeigen, wie ich die Suppenbase vorbereitet hatte. Ich habe dafür einfach in einem Topf etwas Wasser aufgekocht mit Rettich, dazu kamen dann 3 Hände voll Tomaten und ich hatte für den Hotpot eben eine Fischsuppe gemacht. Das ist super praktisch, wenn ihr dann so Fischreste übrig habt, also wie Köpfe oder kleine Abschnitte und dann wandert das einfach in den Topf. Dazu kam dann 1 Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Fischsoße und diese Domian-Paste, die hatte ich aus dem Asia-Shop meiner Mama. Und das waren ungefähr 3 Esslöffel auf 2 Liter Wasser. Die Gewürzpaste ist wirklich klasse und da bekommt man auch diese wunderschöne Farbe raus. Dazu kam noch etwas Sellerie und damit war die Fischsuppe für den Hotpot eigentlich auch schon fertig und das war wirklich innerhalb von 10 Minuten erledigt. Ich hatte dann noch etwas Reisnudeln vorbereitet an Gemüse, Spinat, Tomaten, Chinakohl und wir wollten halt so Meeresfrüchte zu essen, also Fischbällchen, Tintenfisch und Schrimps. Die Sachen hatte ich auch aus dem Asia-Shop und wenn ihr noch nie Hotpot gemacht habt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Das